Das geht unter die Haut und tut bisweilen richtig weh. Etwa 200 Tattoo-Künstler aus verschiedenen Ländern zeigen bei einer Messe in Caracas ihre extreme Kunst, die vor wenig Halt macht. Auch nicht vor Schnitten in die Haut, Implantaten und zahllosen Piercings im Gesicht und am Körper. 20.000 Besucher werden bei der Tattoo-Ausstellung erwartet. Auch sie müssen hart gesotten sein. Die Mexikanerin Marie José Cristerna, besser bekannt als Vampirfrau, hat sogar einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde für die meisten Veränderungen am Körper einer Frau in ganz Amerika. Nebenbei ist die 36-Jährige vierfache Mutter. Sie liebt die Tattoo-Kunst, weil sie Tabus bricht. Auch ein Tabubruch. Männer lassen sich große Haken unter der Haut befestigen und baumeln anschließend in der Luft. Und das scheint ihnen richtig Spaß zu machen. Der Venezolaner Joaquin de Lima ist eigentlich Ingenieur. Er will aussehen wie ein Avatar. Dafür hat er sich als erster Lateinamerikaner die Lederhaut seiner Augen schwarz tätowieren lassen. Eines steht fest: Schönheit liegt in jedem speziellen Fall im Auge des speziellen Betrachters.